Doch, musste ich. Was? Wälze und Widrigkeiten. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Kobolde und Rookwood? Das ergibt keinen Sinn. Das ist, gelinde gesagt, ziemlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich? Es ist unvorstellbar. Es... Ah, Fig. Sie haben Besuch. Mal sehen, was ich herausfinde. Professor Sharp? Sir, ich konnte die verbotene Abteilung durchsuchen, als Sie bei Professor Black waren. Es war tatsächlich ein Buch, das wir brauchten. Was? Das... Halt. Sie haben sich Zugang zur verbotenen Abteilung verschafft? Wie das? Ach ja, eigentlich will ich es gar nicht wissen. Ja, gut. Eigentlich war das Buch unter der verbotenen Abteilung, wie auf der Karte zu sehen. Ich will alles hören, aber schauen wir erst mal. Ist gerade sein Bein durch seinen Arm geglitten? Oh nein. Einige Seiten scheinen zu fehlen. Jemand muss das Buch vor uns gefunden haben. Nun, ich werde die Überreste dennoch untersuchen. Vielleicht finde ich etwas Nützliches, auch wenn es dauern wird. Ich frage mich, warum es hier war, unter Hogwarts. Ich glaube, ich weiß es, Sir. Ich habe bei dem Buch noch zwei Erinnerungen gesehen. Noch ein Denkarium? Bei Godrics Herz. Der Mann, den wir sahen, Percival Rackham, war ein Professor. In der ersten Erinnerung haben er und drei andere Professoren mit alter Magie ein Dorf nach einer Dürre wiederhergestellt. Miriam hatte recht. Und die zweite Erinnerung? Sie sprachen mit einer Schülerin, die im fünften Jahr begonnen hat, wie ich. Sie konnte auch magische Spuren sehen. Warum diese Erinnerung? Vielleicht erklärt das Buch mehr. Jetzt muss ich es mit nach London nehmen. Der Schulleiter bestand darauf, dass ich direkt mit dem Minister über George Tod spreche. Was sagen Sie ihnen über Mr. Osricks Tod? Ich weiß nicht, wie viel ich sagen soll. George wollte das Ministerium von Ranrock überzeugen. Ohne Erfolg. Mein Instinkt sagt mir, wir folgen dem Weg, auf dem wir uns befinden und behalten die Details für uns, bis wir mehr wissen. Verstehe. In der Zwischenzeit sehe ich mich nach den verschwundenen Seiten um. Gut. Vernachlässigen Sie die Schule nicht. Sie machen Fortschritte mit dem Zauberstab. Aber in Kräuterkunde und Zaubertränke sollten Sie gut aufpassen, denn Magie ist mehr als nur Zaubern. Auch ohne Sie wird mir nicht langweilig. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich bin gespannt, was Sie bei meiner Rückkehr erreicht haben werden. Oh, und vernachlässigen Sie Ihre Freunde nicht. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie auch von Ihnen lernen können. Nicht gesammelte Belohnungen? Okay, krass. Das heißt, wir müssen uns erstmal auf unsere schulische Leistung mehr oder weniger fokussieren, bis er wieder zurück ist dann. Nachricht liest, wir haben eine Eule bekommen. Es wird Zeit, deine Duellfähigkeiten zu testen und einen neuen Schulchampion zu finden. Oh. Komm zum üblichen Ort für die Finalrunde von Gekreuzte Stäbe. Die Übungspuppe steht weiter zur Verfügung. Das machen wir auf jeden Fall. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsfield. Ich möchte mit dir über Rookwood und Harlow sprechen. Und außerhalb des Schlosses wäre das wohl am besten. Natti hat gerade eine Eulenpost geschickt. Darin bittet sie dich, im Dorf Lower Hogsfield zu treffen. Ja, das machen wir später. Ich habe jetzt Bock auf die Finale. Die finale Runde. Wir müssen nur kurz das Tutorial nochmal durchmachen. Dies ist die Weltkarte. Der Großteil der Karte ist von Nebel bedeckt, sodass du nur wenig sehen kannst. Dörfer sind kleine Gemeinden überall auf der Welt. Dies ist das Dorf Lower Hogsfield. Dörfer öffnen neue Händler, Flohflammen, Nebenaufträge und Sammlerstücke. Lower Hogsfield liegt auf dem Land und ist das nächstgelegene Dorf zu Hogwarts. Aus Ehrfurcht vor der Schule, in der sie alle unterrichtet wurden, entschieden sich die Einwohner für den Namen Hogsfield. Aus Ehrfurcht vor der Schule? Etwa zur gleichen Zeit entschieden sie sich jedoch auch die Bewohner von Upper Hogsfield für den Namen Hogsfield nach Hogsmeade.
So kam es zu einem unglücklichen Kompromiss und jedes Dorf fügt seinem Namen einen Zusatz hinzu. Okay. Beim Erkunden verschwindet der Nebel und die Karte wird nach und nach freigelegt, wodurch neue Möglichkeiten wie Dörfer, Kerker, Banditenlager und viele andere Orte enthüllt werden. Die Was? Professoren Fig und Weasley möchten, dass ich Ihnen noch einen Verteidigungszauber beibringe. Erledigen Sie bitte meine Aufgaben und kommen Sie anschließend zu mir in mein Klassenzimmer. Wir werden gerade mit Aufgaben bombardiert. Aber wie groß ist denn bitte die Karte? Hast du schon gesehen, wie die große Weltkarte ist? Nein, das will ich jetzt gucken. Wenn du dieses Symbol an einem Ort siehst, bewege den Zeiger darüber, um versteckte Symbole anzuzeigen, die sich ebenfalls dort befinden. Ach so, ja, so, was sonst? Was? Moment, was? Wie weit geht denn die Karte hier? Und es war schon eine ewige Reise bis nach Hogsmeade. Und dann kann man da Banditenlager ausräumen, Kerker entdecken. What the fuck? Okay, heftig. Junge, ich war circa eine Stunde unterwegs und bin nur um den großen See rumgelaufen. Krass, Mann. Wobei ich irgendwie dachte, dass die Story gar nicht so lang dauert. Weil ich habe irgendwie schon gehört, dass Leute das nach 40 Stunden oder so durch hatten. Aber klar, wenn man jetzt nur die Hauptquest durchrusht, ist ja nochmal was ganz anderes. Ich weiß nicht, wie viel wir heute noch machen wollen. Ich würde, denke ich, noch die dritte Runde machen wollen. Dass wir das abgeschlossen haben. Und den Rest machen wir dann morgen. Aber Incendio haben wir bisher noch gar nicht gebraucht. Wieder mal auf Abenteuertour? Immer. Ah, ich muss hier nach unten. Aber ich glaube, arg viel weiter durftest du gar nicht sein, Adri, oder? Als ich jetzt. Ich meine, wie viele Stunden habe ich jetzt? Ich habe jetzt schon... Na gut, ich habe jetzt 10 Stunden und du hattest, glaube ich, 11. Warum wird mir das jetzt angezeigt? Ach so, kann ich das jetzt mit Incendio eventuell erleuchten? Incendio! Ah, okay. Guck mal, so viele Seiten fehlen gar nicht mehr. 17 von 25. Das ist die Karte von Hogwarts, glaube ich. Accio! Levioso! Lumos. Na, ich glaube, das Ding können wir noch gar nicht betätigen. So, jetzt finale Runde. Ich bin gespannt. Sag mal, die Kiste hier. Ah. Nelly Oxbeier. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Ach so, das ist die. Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Ja, aber das hätten wir doch ihr schon sagen können, oder? Was drin ist. Wir haben doch schon zwei geöffnet. Künftiger Champion im Anmarsch. Ja, das bin wohl ich. Also Übungspuppe brauchen wir, glaube ich, nicht. Man, direkt die Finalrunde. Hallo, Lucan. Kann die Finalrunde der gekreuzten Stäbe beginnen? Wichtiger Kampf heute.
alles hat zu diesem Moment geführt. Dem Moment, an dem wir sehen, ob dein Training und deine Hingabe für den Sieg reichen. Bereit für deine große Chance? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Großartig. Hey, da spricht mir nach. Fängst du mit deinem Partner an? Die Blöße kann ich mir jetzt nicht geben. Ich trete allein an. Dann kann's ja losgehen. Diesen Sieg werden wir auskosten. Oh, Pruitt. Ja, recht so. Zu 14 jetzt. Okay, durchbrich rote Schille. Schille. Ach so, muss ich jetzt echt im Kampf die ganze Zeit hin und her wechseln? Mit dem Schadenszauber wie dem Feuerzauber Incendio. Ah, da muss ich echt nah dran sein. Okay. Ach du Scheiße. Springo, Protego, Stupro, Incendio. Medioso. Stupro. Das kannst du doch besser. Stupro. Stupro. Zeig, was du drauf hast. Confringo. Stupro. Die Arme, wie die hier weggeschnetzelt wird. Protego. Stupro. So den Sieger was? Der hat mich erwischt. Confringo. Stupro. Medioso. Protego. Ist das etwa alles? Was, D? Confringo. Stupro. Protego. Stupro. Medioso. Confringo. Das war's. Stupro. Was? Wie hat er mich denn getroffen? Was? Protego. Stupro. Nur nicht zurückschrecken. Stupro. Incendio. Medioso. Hä? Protego. Stupro. Incendio. Medioso. Stupro. Confringo. Protego. Stupro. Accio. Wie? Ich hatte blockiert. Oh, in dieser Runde hast du es wohl ziemlich verbockt. Willst du es nochmal probieren? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Ich passe meine Zauber direkt mal an. Lumos brauche ich ja überhaupt nicht. Ich baller da jetzt mal. Wobei, nee, ich muss ja gar nichts reinballern. Ich habe ja eigentlich alles. Ich habe alles drin. Okay. Also. Confringo. Protego. Stupro. Incendio. Confringo. Stupro. 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 Ich wurde schon wieder getroffen. Manchmal. Protego. Stupro. Oh, was? Wenn die mich zu zweit angreifen, habe ich ja gar keine Chance. Versuchst du es nochmal? Natürlich. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Also dieses... Ich mache erstmal die anderen. Protego! Stup! Wenn die zu mehr angreifen, Evioso. Ist es halt vorbei. Stup! Das war's mit meiner Wette. Wie kann ich denn Confringo. Die... einen anderen Gegner auswählen. Stupro. Boah, das läuft ja gar nicht. Der wählt ja immer nur die aus. Stupro. Boah, Junge. Levioso, Tego, Confringo. Stupro. Das kannst du doch besser. Stupro. Confringo. Protego. Stupro. Confringo. Stupro. Stupro. Nur nicht zurückschrecken. Hey, kann man das überhaupt schaffen alleine? Wenn die halt echt zu zweit Versuchst angreifen? Du's nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. So, jetzt erstmal den richtigen hier visieren. Medioso, zeig, was du drauf hast. Ja, geil. Ich hab schon verkackt. Protego, Stupro, Medioso. Wieso kann ich den nicht fokussieren, Alter? Confringo! Ich kann den Wichser nicht fokussieren! Confringo! Stupro! Incendio! Und mein scheiß Incendio geht nicht so weit! Ich will ja erstmal die anderen machen, aber nein! Stupro!
Incendio. Protego. Stupro. Stupro. Guck mal, wie die mich hier alle treffen. Levioso. Levioso. Ach so, ja, alles klar. Guck mal, dass du, wenn du sie in der Luft hast, nicht nur Basiszauber reinhaust. Junge, ich muss die ganze Protego machen. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Protego, Stufo. Stufo, Accio. Levioso, Incendio. Stufo. Incendio. Stufo. Accio. Incendio. Hä? Wie? Und ich bin jetzt auch nie diese fixierte Anwesen. Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Aber ich würde halt gern auf einen fokussieren. An sich ist es, glaube ich, schon nicht schlecht. Aber ich probier's mal ohne, vielleicht ist es dann besser. Incendio, Protego! Levioso! Luna! Ach, Stufo. Shit! Levioso! Stufo! Ist das etwa alles? Levioso! Fringo! Stufo! Incendio! Levioso! Accio! Stufo! Accio! Du, Protego! Levioso! Stup! Incendio! Wie? Hä, ich hab doch Versuchst eigentlich... Versuchst du's nochmal? War ich voll gut? Ja, ich bin bereit. Aber vielleicht muss ich echt alle gleichzeitig attackieren. Weil die haben natürlich jetzt alle nichts zu tun. Okay. Ihr scheiß Levioso. Wichser. Lumos! Accio! Protego! Stufo! Confringo! Luna! Ah! Incendio! Levioso! Accio! Confringo! Stufo! Levioso! Stufo! Accio! Incendio! Ah, shit, man, die sind da noch viel zu weit weg. Levioso! Ich kann auch den einen kann ich gar nicht attackieren. Stufo! Incendio! Confringo! Warum treffe ich den nicht? Stufo! Alter, ich rage gerade. Ey, Junge! Hey, das gibt's doch nicht! Versuchst du's nochmal? Halt die Schnauze. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Accio! Protego! Stupro! Levioso! Incendio! Levioso! Ich darf nicht vergessen, diesen scheiß Wichser hier in der Mitte, dafür kann ich nicht treffen. Confringo! Stupro! Incendio! Warum treffe ich den nicht, Alter? Stupro! Confringo! Incendio! Protego! Stupro! Accio! Protego, Confringo. Ist das etwa alles? Incendio. Ah, fuck. Confringo. Protego. Incendio. Boah, leck mich. Ich glaube, ich bin sehr viel mehr ausgewichen, statt zu blocken. Versuchst du es nochmal? Ja, blocken ist doch gut, weil dann kann er direkt... Ja, ich bin bereit. Gut. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Wenn halt jemand, wenn zwei angreifen, dann kann ich halt nur einem von denen ausweichen. Confringo. Wow. Okay, ja, stimmt, ausweichen geht auch. Confringo. Ihr scheiß Wichser, ich mache euch echt alle platt. Incendio. Confringo. Ah, das war's mit meiner Wette. Levioso. Accio. Protego. Ah, Mann, die falsche Wette. Alter! Levioso! Incendio, Confringo! Ja, warum geht der auf den? Irgendwie das mit diesem Anvisieren. Also nicht Anvisieren ist auch scheiße. Accio!
Incendium. Boah, leck mich am Arsch. Kannst vor allem nur einblocken. Ja, das meine ich ja, Mann. Versuchst du es nochmal? Also es hat schon deutlich besser funktioniert. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Aber dass der halt auch manchmal die anderen anvisiert, wenn ich hier meinen einen quasi... Contrango. Oh. Contrango. Stupor. Ja, guck mal, ich gucke auf den und die macht es da hinten dahin. Stupor. Der. Incendium. Stupor. Und jetzt trifft er den gar nicht. Alter, leck mich doch am Arsch, ey. Also ohne Anvisieren ist auch kacke. Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Klar, niemand hat gesagt, es wird einfach. Warum visiert der jetzt den an? Alter, ich hab doch den angedrückt, Mann. Incendio. Boah, leck mich am Arsch. Ich rage. Incendio. Super. Nervioso. Das kannst du doch besser. Contrango. Boah, leck mich am Arsch. Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Ich mach nicht zuerst diese komischen... Akio. Ach so, ja, alles klar. Boah, Junge. Warum kann ich die nicht anvisieren? Hä? Confringo. Wie, wenn? Random. Warum kann ich die nicht? Ich muss also erst einer von den beiden Idioten. Incendio. Meine Kleidung. Zeig, was du drauf hast. Boah, Junge. Manchmal wird das halt auch gar nicht angekündigt, wenn die zu. Incendio. Schlagen. Du. Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Warum visiert der niemand an? Incendio. Nur nicht so wegschrecken. Levioso. Contrango. Protego. Stupor. Ah, das war's mit meiner Wette. Contrango. Incendio. Boah, fuck you. Stupor. Levioso. Der Zauberstab. Levioso. Contrango. Accio. Den Sieger aus. Protego. Stupor. Was? Levioso. Stupor. Incendio. Ja, der ist tot, der Wichser. Nein! Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Jetzt kommt der Run, ich sag's euch. Warum visiert ihr den Nidis an? Hey, ich konnte den letzten Mal gar nicht anvisieren. Protego. Akio. Boah, leck mich am Arsch, Alter. Confringo. Confringo. Incendio. Levioso. Protego. Confringo. Akio. Incendio. Protego. Incendio. Contrango. Boah, leck mich am Arsch. Protego. Okay, dann nochmal was Letztes. Wenn die einen spezifischen Zauber sprechen, dann machen die einen Angriff. Bei Basiszauber ohne Spruch machen sie gerne 3. Da ist Blocken eher schlecht. Aber er ist hart, deshalb habe ich es ja auch nicht direkt geschafft. Ja, ich bin bereit.
Sehr schön. Ich hasse es, dass du überall viel besser Glück da draußen bist als ich. Wobei ich glaube, ich schlage mich noch nicht so schlecht. Oder nicht so schlecht. Confringo. Incendio. Meine Kleidung. Accio. Protego. Levioso. Incendio. Levioso. So sehen Sieger aus. Accio. Du. Protego. Incendio. Confringo, nur nicht zurückschrecken. Accio. Protego. Stu. Wo weiß denn, wann die Basiszauber machen? Das war's mit meiner Wenn die Wette. Nichts sagen. Confringo. Accio. Ja, okay, danke. Confringo. Accio. Junge. Der Zauberstab. Oh, fuck, Junge. Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Incendio. Ach so. Confringo. Levioso. Protego. Ja, okay, wo ziehst du denn hin, Alter? Incendio. Levioso. Boah, ey, dass ich immer auf Cooldown bin. Incendio. Levioso. Confringo. Incendio. Levioso. Oh, fuck you. Accio. Confringo. Kannst du doch besser. Protego. Super. Levioso. Confringo. Stupo. Hallo? Stup. Confringo. Ist das etwa alles? Nein. Protego. So schlecht war es gar nicht, aber ich habe mich da irgendwie wieder in was reinreiten lassen. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Incendio. Confringo. Meine Kleidung. Warum kann ich den Wichser nicht fokussieren, Alter? Incendio. Levioso. Protego. Stupo. Boah, shit, Mann. Levioso. Ich glaube, wenn ich die angreife, während die das Schutzschild Levioso haben, dann attackiere ich mich im Zweifel selber. Confringo. So sehen Sieger aus. Protego. Incendio. Confringo. Accio. Shit. Confringo. Wir will nur nicht zurückschrecken. Confringo. Incendio. Accio. Ach, shit, ey. Versuchst du es nochmal? Ich hätte nicht gedacht, dass es so hart ist. Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Dieses Anvisieren ist auch so random. Incendio. Levioso. Confringo. Protego. Stupro. Confringo. Protego. Incendio. Protego. Na shit. Levioso. Junge. Levioso. Accio. Fuck. Incendio.
Versuchst du es nochmal? Ja, ich bin bereit. Sehr schön. Viel Glück da draußen. Confringo. Bleib mir schnell. Levioso. Levioso. Protego. Stupro. Confringo. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Incendio. Levioso. Stupro. Zeig, was du drauf hast. Nein! Incendio. Boah, dieses Incendio. Das geht mir so auf die Nerven, dieses fucking Incendio. Confringo. Ah, das Accio. Hä, hey, was? Levioso. Incendio. Levioso. Levioso. Protego. Stupro. Accio. Levioso. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Schade, dass nicht mehr Leute zusehen können. Was war mit dem Typen los? Hat er überhaupt angegriffen die ganze Zeit? Was für ein Sieg. Deswegen so einfach? Du hast das Turnier gewonnen. Aber ich konnte ihn von vornherein nie fokussieren. Oh, Alter. Wie viele Versuche waren das jetzt? Oh, shit, Mann. Was? Ist eine Ehre, ich hatte Glück, ich bin noch nicht fertig. Eigentlich hatte ich Glück, aber... Ich bin noch nicht fertig. Das war noch gar nichts. Ich fange gerade erst an. Wenn die besten Duellanten der Schule nicht gut genug waren, solltest du vielleicht überlegen, nach Durmstrang zu wechseln. Jetzt erhält der Sieger den Preis. Und so habe ich die große Ehre, dir dieses einfache, aber elegante Abzeichen für Höchstleistungen im Duell zu überreichen. Na, zwei echt ein leichtes hier. Ich weiß nicht, ob ich das verdiene. Natürlich verdiene ich das. Danke. Ich habe jetzt zwar nur 20 Versuche gebraucht. Wohlverdient. Du bist ein ernstzunehmender Duellant. Nachdem wir jetzt einen eindeutigen Turniersieger haben, wende ich mich besser wieder meinen Schularbeiten zu. Wie es meinen Kräuterkundepflanzen wohl geht, ich habe mich lange nicht gekümmert. Holy shit. Oh, immerhin Level 14, krass. Hey. Gegen einen Neuling verloren? Damit habe ich nicht gerechnet. Das größte Talent gewinnt, schätze ich. Die haben 20 Mal gewonnen und ich habe einmal gewonnen und deswegen bin ich jetzt der Gewinner. Schade, dass es vorbei ist. Ich wurde gerade erst warm. Du bist unschlagbar, was? Ne, du standest ja auch nur AFK da rum. Oh. Erklärst du mir nochmal, wie die daedalischen Schlüssel funktionieren? Wenn du einen fliegenden Schlüssel siehst oder hörst, folge ihm zu seinem Schrank. Das Knifflige ist, ihn dann ins Schloss zu bekommen. Ich hoffe, du folgst ihm. Wenn du einen Schrank öffnest, wüsste ich gerne, was drin ist. Falls was drin ist. Danke für die Erklärung. Oh. Ich bin fix und alle. Warum konnte ich hier meine alte Magie nicht einsetzen gegen die? Hallo, Lucan. Ich würde gerne mit der Übungspuppe trainieren. Brillante Idee. Dieses Mal wird es etwas anspruchsvoller. Bereit? Fink und alle. Ja, genau. Das wäre genial. Wunderbar. Ich bereite alles vor. Wirke wieder alle Zauberkombinationen, bevor die Puppe aufkommt. Vielleicht hätte Wenn ich das zuerst machen sollen. Wenn du die Übung frühzeitig abbrechen willst, sag mir einfach Bescheid. Accio. Incendio. Levioso. Gut so. Accio, Incendio.
Ich liebe übrigens die Kombo, mit Akio die Gegend zu mir holen und dann in Sendio reinzuklümmeln. Ja, stimmt, das macht Sinn. Weil die sind dann weit weg, dann holt man die her. Incendio. Zündet die an. Levioso. Akio. Incendio. Boah, krass, Mann, wie weit. Also, wenn man einen einzelnen Gegner hat, den kann man wegschnetzeln. Exzellente Handarbeit. Ich will nicht gegen dich kämpfen. Danke, Lucan. Du warst sehr hilfreich. Schleim, Schleim. Hör auf. Ich werde gleich rot. Wirklich gut gemacht. Die Übungspuppen werden sich nicht so schnell nochmal mit dir anlegen. Ich bin froh, dass du weiterübst, obwohl du das Turnier schon gewonnen hast. Schön dranbleiben. Okay. Zauberkombination Übung 2. Wunderbar, wunderbar. Nicht gesammelte Belohnungen. Also, ich glaube, das war ein ehrenwürdiger Abschluss des heutigen Tages. Wir haben übrigens keine Mega-Power-Tränke mehr. Ja, dass man die auch im Kampf einsetzen kann, finde ich krass. Also eigentlich unfair. So, was sind nicht gesammelte Dinge? Das ist eins zum Beispiel. Bleib aber bei dem. Oder das Goldene. Nimm mal das Goldene. So, Sammlungen gibt's da. Um Gottes Willen, da gibt's ja viel. Denkarium Wachposten. Diese belebten Statuen schützen die Geheimnisse alter Magie. Sie sind schnell und mächtig, aber anfällig für eine Vielzahl von Zaubersprüchen. Entwaffnung ist eine nützliche Technik, doch die sie belebende alte Magie wird auch eine neue Waffe für sie erschaffen, damit sie weiterkämpfen können. Denkarium Schildwache. Alte Magie verschafft immer wieder eine neue Waffe in ihren Händen, wenn sie die alte werfen oder verlieren. Sie können sie unbegrenzt aus der Ferne angreifen. Gewand des Champions der gekreuzten Sterbe. Achso. Ja, Sammlungen. Verzauberte Bücher, okay, das. Ja. Müssen wir uns da nicht nochmal durchlesen, glaube ich. Was hier neu ist, ach ja, das Ding. Ein stattliches, kräftiges Stildesign aus grauem Holz und Bronze. So, Herausforderungen. Hier nochmal eine Belohnung. 4 Hauptaufträge. Legendärer Umhang. Schließe 6 Nebenbeziehungsaufträge ab. Okay. Dann haben wir das. Gut. Also morgen machen wir dann die anderen Nebenquests. Und genau, dann gehen wir noch zu Nati und ja, dann war's das für heute. Hat mir sehr Spaß gemacht, jetzt haben wir auch wieder 4,5 Stunden gespielt und ich fühle mich immer noch ganz am Anfang vom Spiel. Krass, wie viel haben wir denn insgesamt? 11 Stunden. Gut, also in dem Sinn wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns ja morgen dann wieder. Um 11 Uhr geht's los. Haut rein und bis dahin schlaf gut und bis morgen dann. Ciao!